Die Ungleichgewichte in der Eurozone nehmen dramatisch an Fahrt auf und führen zur gigantischen Forderung der Bundesbank. Und eben jene Forderungen können noch bis dato ungeahnte Konsequenzen mit sich ziehen. Denn im Mai ist das Volumen insgesamt um weitere 52 Milliarden Euro gewachsen, auf jetzt wieder über 1 Billion Euro. Astronomische Zahlen. Um dieses seit Jahren aus dem Ruder laufende Spiel zu verstehen, muss man sich folgende Fragen natürlich stellen. Bei welcher Bank können die Kunden Kredite in beliebiger Höhe ohne irgendwelche Sicherheiten und ohne Begrenzung der Laufzeit zu Nullzins bekommen? Man sollte meinen, bei keiner. Doch genau das bietet die Europäische Zentralbank nun mal ihren Mitgliedern. Im sogenannten Interbankenzahlungssystem Tage 2 können die Mitglieder des europäischen Systems der Zentralbanken nämlich Zahlungsbilanzdefizite ihrer Länder in unbegrenzter Höhe für unbegrenzte Zeit regelrecht zum Nulltarif finanzieren. In diesem System ist die Deutsche Bundesbank der größte Kreditgeber und, wie kann es auch anders sein, die Notenbanken Italiens und Spaniens waren zuletzt die größten Schuldner. Zwar führt die Europäische Zentralbank die aktuell hohen Targetsalden auf ihre massiven Anleihenkäufe zurück, doch das ist nur eine Seite eben der Medaille. Für die andere Seite müssen wir noch etwas weiter mal in die Vergangenheit zurückgehen, um das eigentliche Kernproblem und die damit verbundenen Gefahren natürlich auch zu verstehen. Denn das derzeitige System ist vielmehr eine Weiterentwicklung beziehungsweise in zweite Fassung des 1999 übrigens mit dem Euro eingeführten Target-Systems. Und vor der großen Finanzkrise floss seinerzeit schon sehr viel Geld aus den nordeuropäischen Ländern der Währungsunion in die südlichen Staaten. Getragen wurden diese Kapitalbewegungen von der damaligen Hoffnung natürlich auf eine günstige Wirtschaftsentwicklung inklusive höherer Zinsen im Süden bei zeitgleich eher unattraktiven Investitionsbedingungen hierzulande. Doch wie sich im Nachhinein jetzt herausstellte, wurde das Geld im Süden eben nicht zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit eingesetzt, sondern vielmehr zur Finanzierung von Konsumgütern und natürlich auch Immobilien. Vor allem Letzteres sehen wir deutlich, wenn wir auf die Eigentumsquote vor allen Dingen mal im Euroraum schauen. Dort liegen wir auch heute noch weit, weit abgeschlagen hinter den kriselnden EU-Staaten wie zum Beispiel Spanien. Insgesamt hat also die expansive, ultralockere Geldpolitik in der Eurozone dafür gesorgt, dass die nationalen Salden stark aufgebläht wurden. Im technischen Sinne entstehen Salden also immer dann, wenn von einer nationalen Notenbank geschaffenes Zentralbankgeld in ein anderes Land eben transferiert wird. Jedes Mal, wenn ein Italiener beispielsweise bei einem Darlehen etwa für 100 Euro vereinfacht dargestellt kauft, dann werden 100 Euro vom Konto des Käufers bei einer italienischen Bank auf das Konto des Verkäufers bei einer deutschen Bank überwiesen. Parallel dazu werden 100 Euro Einlagen der italienischen Bank bei der Banca d'Italia über die Europäische Zentralbank in Euro Einlagen der deutschen Bank bei der Bundesbank umgewandelt. Und als entsprechenden Ausgleich für diese zusätzliche Verbindlichkeit gegenüber der Deutschen Geschäftsbank erhält die Bundesbank eine unkündbare, nicht marktfähige Targetforderung in Höhe von 100 Euro gegenüber der Europäischen Zentralbank. So weit, so gut oder nicht gut. Und genau so ist dann natürlich die erheblich größerem Ausmaß die sich aktuell beziffernde Billionenforderung entstanden. Ich wiederhole mich gern nochmal, Billionenforderung. Stellt sich nur die Frage, was im Falle einer Auflösung eigentlich der Währungsunion mit diesen gigantischen Forderungen passieren würde. Denn Fakt ist, wenn es mal hart auf hart kommt und die Target-Schuldner wie Italien oder Spanien ihre Verbindlichkeiten gegenüber beispielsweise der Deutschen Bundesbank nicht einlösen kann, würde letztere mit einem gigantischen negativen Eigenkapital starten. Damit wären auch natürlich die Probleme dieser Bank eigentlich schon vorprogrammiert. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, glaubt wohl niemand mehr ernsthaft daran, dass diese Forderungen irgendwann mal beglichen werden können. Zumal man sich in diesem Zusammenhang auch immer mal die Wirtschaftspolitik der entsprechenden südeuropäischen Länder durchaus mal etwas konkreter anschauen muss. Tja, hier müsste
zum einen, dass Geld nicht aus dem eigenen Land getrieben werden und zusätzlich die Gelder aus dem Norden sinnvoller verwendet werden als in der Vergangenheit. Ob letzteres aber zu einem kurzfristigen Wandel der aktuellen Situation führen würde, das darf man durchweg mal bezweifeln. Fakt ist, dass ohne entsprechende Lösungsansätze die Target-2-Forderungen der Bundesbank weiter nach oben schnellen werden. Dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass die Verbindlichkeiten gegenüber Spanien und Italien einen neuen Höchststand schon erreichten. Spaniens Zentralbank verzeichnete übrigens demnach über 500 Milliarden Euro und die italienische über 480 Milliarden Euro an Target-Verbindlichkeiten. Und das Ganze für Sie zur Info Stand Mai 2021 nach unseren Recherchen. Das große Problem für uns Sparer allerdings und Anleger und Steuerzahler wird eben sein, dass wenn der Euro mal scheitert, die Deutsche Bundesbank auf diesem riesigen Berg an Forderungen dann eigentlich sitzen bleibt und die Deutschen mit einem Betrag in Milliardenhöhe haften werden. Übrigens habe ich auch erst vor kurzem hier auf diesem Kanal mal ein Video zum Thema Anleihenkäufe und die damit verbundenen Gefahren und Herausforderungen für die Eurozone mal veröffentlicht, was inhaltlich sehr gut eigentlich auch hier zu diesem Video passt. Ich habe hier auch den Link einmal des Videos mit eingeblendet. Einfach draufklicken und anschauen. Und bis dahin hoffentlich bessere Finanzerfolge. Ihr Klaus Hoppe.